In diesem Video erfährst du, was für einen Einfluss zum Beispiel die Temperatur auf die Reinigung hat. Und heute erkläre ich dir den sogenannten sinischen Kreis. Im sinischen Kreis werden die vier Faktoren bildlich erklärt, wie sie Einfluss nehmen auf unsere Reinigung. Im sinischen Kreis haben wir vier Faktoren. Einerseits Zeit, also die Einwirkzeit. Andererseits Chemie. Wir haben Mechanik. Und wir haben Temperatur. Diese vier Faktoren nehmen Einfluss auf unser Reinigungsergebnis. In der Mechanik können wir nennen, zum Beispiel Pads, Bürsten, Klingen, Schaber oder auch ganz normale Putzlumpen. Auch eine normale Putzlumpe hat schon eine leicht schürende Wirkung. Dann bei der Einwirkzeit geht es immer darum, wie lange unsere Reinigungslösung irgendwo drauf liegt und Chemiezeit hat zum Schaffen. Temperatur ist der Faktor, den wir meistens am wenigsten beeinflussen können. Wenn wir zum Beispiel möchten, bei Minustemperaturen Scheiben putzen, dann funktioniert das nicht. Wenn wir zum Beispiel in einem Büro sind oder in einer Produktion, wo wir 30 Grad haben, da verdunstet uns die Reinigungslösung extrem schnell. Das ist wirklich der Faktor, den wir eigentlich am wenigsten beeinflussen können in der Reinigung. Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt vier Faktoren, die Einfluss haben auf die Reinigung. Das ist einerseits Chemie, das ist Mechanik, das ist die Einwirkzeit und das ist Temperatur. Weiter ist wichtig bei der Reinigung, dass wir wissen, was für eine Verschmutzung das ist, wo drauf die Verschmutzung ist und mit was wir sie wegbringen, ohne dass wir das Material beschädigen. Hast du noch Fragen zum Thema Reinigung? Dann schreib es doch unbedingt unten in die Kommentare.